und herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Sommerinterviews bei traumhaftem Wetter im traumhaften Wahlkreis von Mike Moring. So ist es. Ja. Wir hatten ja schon im zweiten Teil unseres Interviews, da ging es um die Verwaltungsreform. Und das ist ja so ein Thema, das zieht sich wie Kaugummi durch diese komplette Legislatur. Und da stellt sich natürlich auch mal der Wähler so die Frage, ja, wenn der Mike Moring das unbedingt will, warum kann das nicht durchsetzen? Wie viel kann heute eigentlich ein Politiker noch selbst gestalten? Einiges kann er schon gestalten, wenn er ein klares Fundament hat und wenn er eine Partei hat, die ein klares Profil hat. Aber es ist schon so, dass eine Menge der Aufgaben, die wir erledigen in Thüringen, durch europäisches Recht, durch Richtlinien und Verordnungen, auch durch Bundesgesetze schon vorgeprägt sind. Und dann schränkt das die Spielräume ein. Aber natürlich gibt es trotzdem eigene Prioritätensetzungen für ein Land, nämlich sich für eine gute Schulpolitik einzusetzen, für eine ordentliche Wirtschaftsförderung, für eine gute Familienpolitik und natürlich aber auch für einen soliden Haushalt sich stark zu machen. Wenn wir schauen, extrem viel Geld geht in die Pensionsansprüche unserer Beamten. Die brauchen wir natürlich. Wir brauchen Polizisten, wir brauchen Richter, die unabhängig sind. Aber es gibt auch so verbeamtete Berufe, da will man gar nicht wahrhaben, so richtig, dass es Beamte sind. Gibt es da irgendwo Sparmaßnahmen oder Sparpotenzial? Das ist auch eine dieser Entscheidungen, die ein Landespolitiker für sich selbst treffen kann. Tritt er für eine Verbeamtung ein oder sagt er auch, wir brauchen nicht mehr dieses Berufsbeamtentum in der vollen Breite, wie wir es aus dem vorigen Jahrhundert kannten. Und natürlich brauchen wir Polizisten und Richter, weil die als Staatsdiener in besonderer Weise in Verantwortung stehen, dass sie als Beamte des Staates uns für die hoheitlichen Aufgaben zur Verfügung stehen. Aber bei der Schulpolitik festgemacht, glaube ich, dass gute Schule auch dann geht, wenn es kein Berufsbeamtentum bei den Lehrern gibt. Und diese Weichenstellung muss man hinterfragen und muss prüfen, wie wir uns in den letzten Jahren auch in Thüringen entschieden haben, ob wir die Verbeamtung bei den Lehrern eingehen, ob wir darauf verzichten. Einfach um auch Klarheit im Haushalt zu haben. Oft wird die Verbeamtung nur gemacht, weil man in der Jährlichkeit eines Haushaltes zunächst vermeintlich Mittel einspart. Und die Kosten holen dann hinterher wieder ein. Insgesamt muss die Bundesrepublik über 1 Billion Euro in der Zukunft zurücklegen, wenn sie die Beamtenpensionsansprüche absichern will. Und das können wir uns gar nicht leisten angesichts unserer Situation und Ausgaben, die wir auch noch bei den Altschulden in der Zukunft haben werden. Jetzt waren wir schon beim Thema Schule. Gehen wir mal zu den ganz Kleinen, zu den Kindergartenkindern. Dort gibt es jetzt den Rechtsanspruch. Wie weit ist denn da Thüringen? Wir haben ja schon im August 2010 angefangen, den Rechtsanspruch auf das erste Kindergartenjahr festzusetzen. Jetzt im August hat die ganze Bundesrepublik nachgezogen und die Bundesregierung hat sich ja vorgenommen, einen Rechtsanspruch, einen Versorgungsanspruch von 36% abzusichern. Und wir in Thüringen können vermelden, dass wir jetzt schon für den Einjährigen über 56% einen Kindergartenplatz zur Verfügung haben. Und das ist das, was wir auch wollten. Eine gute Familienpolitik macht sich daran fest, dass man einerseits einen Rechtsanspruch für die Eltern garantiert, dass sie auch ihre Vereinbarkeit von Familie und Beruf organisieren können, aber eben auch dadurch, durch den Rechtsanspruch, Wahlfreiheit schaffen. Eben indem es auch jetzt neu das Betreuungsgeld des Bundes gibt, was sich direkt anschließt an das Erziehungsgeld des Landes Thüringen. Und das ist die Wahlfreiheit. Die Eltern können entscheiden, haben den Rechtsanspruch sicher und können trotzdem entscheiden, wie lange sie mit dem Kind zu Hause noch die Betreuung und die Erziehung selbst übernehmen wollen. Und der Staat hilft ihnen dabei mit Erziehungsgeld und mit Betreuungsgeld. Wie hoch ist dieses Erziehungsgeld? Das Betreuungsgeld, was jetzt neu eingeführt wird, das macht jetzt 100 Euro aus und wird sich bis 2014 dann auf 150 Euro steigern. Aber dazu gibt es halt auch das Thüringer Erziehungsgeld und das ist wichtig, weil es mehr Kinderfamilien berücksichtigt. Weil es unabhängig davon gezahlt wird, das Betreuungsgeld jetzt zum Beispiel von dem Einkommen der Eltern, sondern dient als Unterstützungsleistung und Anerkennung für die Erziehungsleistung der Eltern. Nun weiß man, es ist so schön, dass es solche Dinge gibt und dann guckt der Bürger und schaut nach und versteht das ganze System nicht und ist dann irgendwann verzweifelt und beantragt es gar nicht. Wie schwer ist es, an das Geld heranzukommen? Wir haben festgestellt, dass unsere Thüringer Sozialministerin, weil sie natürlich auch einer anderen politischen Fraktion angehört, sich eher schwer tut mit dem Betreuungsgeld. Die SPD in Berlin sagt ja, wir wollen das Betreuungsgeld wieder abschaffen, wenn wir regieren würden ab September. Und wir sagen, das Betreuungsgeld muss erstmal eingeführt werden. Und die Leute müssen die Chance haben, auch auf das Betreuungsgeld zugreifen zu können. Deswegen haben wir auf unserer Homepage bei cdu-landtag.de auch alle Formulare zum Download zur Verfügung gestellt, damit die Eltern unkompliziert das finden, was sie beim Sozialministerium an Anträgen nicht finden können. Jetzt haben wir hier die Zeit des Sommerinterviews. Hier steht jetzt die Bundestagswahl bevor. Wenn wir uns nächstes Jahr wieder treffen in Ihrem Wahlkreis, dann steht die Landtagswahl an. Mit welchem Spitzenkandidaten oder welcher Spitzenkandidatin wird denn die CDU in den Wahlkampf gehen? Wir haben ja bei der CDU Thüringen immer eine gute Regel gehabt, dass der oder diejenige, die vorne stehen, die Landesvorsitzende sind und die Ministerpräsidenten sind, auch unsere Spitzenkandidaten sind. Und deswegen schlage ich auch vor, dass Christine Lieberknecht unsere Spitzenkandidatin ist für die Landtagswahl 2014. Bei uns herrscht Klarheit und die anderen streiten sich, wer wird das? Wir ziehen mit Christine Lieberknecht in die Landtagswahlen und wollen auch erfolgreich sein. Das war unsere Sommerinterview-Reihe aus Ullstedt-Kirchhasel. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Sommer.